auch heute die Stimmung wieder gut war. Und ich kann nur allen ein Kompliment aussprechen, die links ihre Arbeit tagtäglich investieren. 86 Punkte. Schafft nicht einer alleine. Ich habe jetzt im Moment das Gefühl, dass ich da als der Obervater, das bin ich nicht, ich bin Teil des Teams, ich bin ein Teil des Vereins, gebe das, was ich an Wissen und an Möglichkeiten habe, der Mannschaft sehr, sehr gerne weiter. Wichtig ist, dass das am Ende auch jeder weiß, an heute in 3 Wochen müssen wir stabil sein, müssen wir mental sein. Aus Eigeninteresse ist klar, wünsche ich uns den Aufstieg, dieser Irrsinn, das habe ich heute auch diesen Leuten vom NFV gesagt, das ist eigentlich bodenlos, ja. Unabhängig der Punktzahl, die wir geholt haben, unabhängig davon, dass wir in 17 Heimspielen 49 Punkte geholt haben, ja. Dass wir eigentlich nur ein Spiel verloren haben, dass wir eigentlich im DFB-Pokal unglücklich ausgeschieden sind. Woanders, wenn du Meister bist, darfst du feiern, darfst du ausgelassen feiern, darfst du eigentlich mal das Schönste, was es im Fußball gibt, genießen. Und wir müssen in so eine respektlose Relegation, das gilt natürlich auch für den Gegner, es gibt nach so einer Saison gibt es einen Verlierer, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite, weil das Menschen entschieden haben, die noch nie Sport betrieben haben, die gar nicht wissen, was das für ein Gefühl ist in der Kabine, wenn du gewonnen oder auch verloren hast, ja, auch beim Sieg gehört auch eine Niederlage dazu, das mussten wir selber in den 2 Jahren, und deswegen ist es für uns jetzt, da muss ich für uns sprechen und spreche auch gerne und will ich auch gerne für uns sprechen, das Publikum so zu mobilisieren, dass dieser Funke, der muss schon beim Warmmachen, der muss ja eigentlich jetzt in den nächsten 3 Wochen jeden Tag über Cottbus schweben, dass wir sowohl den Pokal wollen wir unbedingt holen, nicht müssen, wollen den unbedingt holen, auch aus der Respektlosigkeit dieser Ansetzung und dann die beiden Relegationsspiele. Wie gesagt, Lothar, gute Heimfahrt, gute Woche, keine Verletzten, gutes Spiel nächste Woche, zumindest ein erfolgreiches Spiel. Und du kannst dich darauf verlassen, solltet ihr den 4. letzten Platz schon natürlich, weil wir aufsteigen wollen, aber wir pusten alles raus, was in der Lausitz drin ist, und die Lausitz hat viel zu bieten, viel mehr als viele bei uns dahinstellen, in so eine Ecke, in so eine Schublade drängen, sondern wir haben Zusammenhalt, wir haben Ehre, wir haben Stolz und wir werden am 27. der stolze Lausitz sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ede Wollitz. Gibt es Fragen an beide Trainer zum Spiel?